Herzlich willkommen zum Fang des Monats, unschwer zu erkennen, aus Hamburg. Bevor wir jetzt in die Küche gehen und kochen, lassen wir uns noch ein bisschen durch die Stadt treiben, dann nehmen wir euch wieder mit. Hamburg, was für eine Wahnsinnsstadt. Einfach überall ist Wasser. Nicht verwunderlich, dass die Hansestadt auch als Streetfishing-Hotspot gilt. Für mich die perfekte Chance, um euch meinen neuen Fang zu präsentieren. Ja, jetzt sind wir mittlerweile hier im Atlantik Hotel im Innenhof angekommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, Max, herzlich willkommen hier bei uns im Atlantik. Ich habe auch schon einen Rotbarsch in die Küche gebracht. Den werden wir gleich uns zu Gemüte führen und was Schönes draus kochen. Ja, ich freue mich schon. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt sind wir hier in deinen heiligen Hallen. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, habe auch einen schönen großen Rotbarsch mitgemacht. Ja, ich freue mich, dass du hier bist, Max. Freue mich aufs Filetieren. Ja, ich würde sagen, legen wir direkt los, oder? Und euch erzählen wir noch, was man da beachten muss. Also kommt mal ran hier. So, als allererstes greifen wir hier nicht zum Messer, sondern zur Schere. Das hat auch einen Grund. Ja, genau. Wir passen auf uns auf und schneiden als erstes erstmal hier alle Zacken ab, die sehr, sehr giftig sind. Kann man halt sich schwer mit verletzen und einfach dann halt eine Blutvergiftung, sonstige Entzündung, ja genau. Deswegen als erstes erstmal hier abschneiden. Ja, safety first. Ja, genau. So, jetzt wird aber das Messer angepackt. Jetzt legen wir los. Was machst du als erstes? Ja, genau. Wir starten mit zwei Schnitten. Und zwar machen wir den ersten hier hinten an der Schwanzflosse und einen direkt vorne hinterm Kopf. Wichtig ist hier, dass man einfach schaut, dass man möglichst nah am Kopf auch dran ist, dass man da alles an Fleisch mitbekommt, was auch hier hinter sitzt. Genau, dann geht es vorne rum, hinter der Flosse. Dann hat man schon mal den ersten Cut. So, dann geht es weiter. Und zwar machen wir hier hinten einen langen Schnitt, möglichst nah auf der Grete. Muss man immer ein bisschen schauen. Genau, da ist es wichtig, dass man lange Schnitte macht, nicht zu viel kurz. Erstmal als erstes einmal durch die Haut, dass man einmal direkt auf dem Fleisch ist. Und dann geht es weiter und man zieht mit langen Schnitten möglichst auf der Mittelgräte entlang, von vorne nach hinten am einfachsten. Ja, hier ist halt wichtig, dass man dann halt über die Mittelgräte kommt, damit man halt nicht zu viel Fleisch verliert. Dann hat man da auch ein perfektes Ergebnis, dann am Ende hat da kein Fleisch verloren. Jetzt sind wir schon fast so weit, ein paar Schnitte noch, dann haben wir das perfekte Ergebnis. Was machst du jetzt noch? Genau, wir schneiden jetzt hier noch so ein paar Gräten weg, einfach damit es auch schick aussieht. Schauen einfach, dass wir gleich hier unten noch den Bauchlappen wegschneiden. Einfach nur aus dem Grund, weil der vom Garpunkt halt einfach nicht zum Rest des Fisches packt, sieht man einfach an der Dicke des Filets. Hier was kann man einfach eine schöne Farce sich einsetzen. Man wirft einfach nichts weg, das ist viel zu schade für das Tier einfach, es wird gefangen. Genau, muss dann auch komplett einfach verarbeitet werden. Alles andere wär viel zu schade. Das ist schön und das ist auch unser Ansatz, den wir gerne sehen. Und da freue ich mich, wenn du noch eine schöne Praline nachher daraus drehst. Ja, unbedingt, ja. Genau, dann nehmen wir hier oben noch ein bisschen weg. Das hier ein bisschen das Fett noch. Genau, und dann sind wir eigentlich auch schon fertig tatsächlich. Genau. So haben wir dann ein wunderbares Filet. Genau, hier vorne noch ein paar Gräten. Die können wir dann gleich noch ziehen und dann ist das schon fertig.
Für die Leute, die noch keinen frischen Fisch bei uns kaufen können oder auch gerne mal ein TK-Produkt einsetzen, habe ich hier noch einen Premium-Loin, nennt sich Handflackert, ist auch von Hand filetiert, nur dass ihr das nicht mehr selber macht, sondern dass schon jemand für euch gemacht hat. Viel Spaß damit! Das war der Fang des Monats, der frische Rotbarsch mit Nissoa-Salat hier aus dem Atlantik-Hotel Hamburg. Vielen Dank, Per Sturm, dass ich hier sein durfte. Es gibt eine kleine Belohnung, gibt es das Sea-Kulinar-Cappy. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Komm gerne wieder. Ich freue mich. Und dann bis bald.